Ach, was ist das herrlich. Sonne im Gesicht, Wind um die Nase, was will man mehr? Jetzt noch ein schönes, elegantes, deutsches Cabrio. Audi, BMW, Mercedes oder Opel. Richtig gehört. Denn mit dem Cascada hat Opel seit gut einem Jahr wieder ein Cabrio im Angebot, das auf den ersten Blick überzeugt. Das Stoffverdeck und die sportlichen Proportionen sind klassische Cabrio-Tugenden. Ob der Wagen auch beim Fahren überzeugt, klären wir im heutigen Test. Dank einer Außenlänge von 4,70 Meter ist auf allen vier Plätzen genug Raum für Mitfahrer gegeben. Größentechnisch spielt der Cascada auf alle Fälle in einer Liga mit Audi A5, BMW 4er und der E-Klasse von Mercedes-Benz. Preislich allerdings ist er immer rund 10.000 Euro günstiger als die gerade genannten Kandidaten. Ob man das irgendwie in der Qualität oder so merkt, das klären wir noch später. Mit einem Grundpreis von 25.945 Euro liegt der Opel Cascada auf dem Preisniveau des Golf Cabrio, bietet allerdings deutlich mehr Platz. Außerdem bringt er eine großzügigere Serienausstattung mit. Die Einparkhilfe hinten ist somit zum Beispiel ab Werk an Bord. Ein weiterer Vorteil ist die saubere Verarbeitung des Cockpits. Ja, hier vorne schönes Leder auf dem Armaturenbrett mit abgesetzten Nähten. Das sieht richtig edel aus. Das passt zur Qualität auf alle Fälle. Die Bedienung hier vorne vom Infotainment-System ist natürlich auf den ersten Blick viele Schalter, die sehr verwirrend wirken. Allerdings, nach einer gewissen Lernphase, die man sowieso bei allen neuen Dingen haben sollte, kann man sich da voll dran gewöhnen. Viele Direktwahltasten vereinfachen die Bedienung meiner Meinung nach. Sie ist sehr logisch aufgebaut und man hat eben nicht das Problem, was man sonst kennt. Viele Ordnerstrukturen, hier noch ein Menü, da noch irgendwas versteckt. Hier hast du deine Tasten auf einen Blick und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist das überhaupt kein Problem. So, kommen wir dann jetzt mal zum Wesentlichen beim neuen Opel Cascada und zwar den Fahreigenschaften. Richtig sportliches Fahrverhalten tritt leider mit keinem der angebotenen Motoren auf. Dafür ist der Wagen mit 1,7 Tonnen etwas zu schwer geraten. Allerdings, meines Erachtens nach, passt das Cruisen sowieso viel eher zum Charakter eines Cabrios und eine wirkliche Schwäche ist das für mich nicht. Der Federungskomfort des Opel Cascada ist mit dem Serienfahrwerk schon auf einem guten Niveau. Seinen Meister sucht es allerdings im optional erhältlichen adaptiven Fahrwerk, FlexRide. Für knapp 1000 Euro erhält man so den Luxus, den Härtegrad von straff sportlich bis angenehm reisetauglich zu verstellen. Außerdem wird die Elektronik etwas geschärft, was sich durch die präzisere Gasannahme und eine direktere Lenkung bemerkbar macht. Somit lässt sich die gewichtsbedingte Trägheit etwas kaschieren. Ein weiteres wichtiges Thema beim Cabrio ist natürlich die Verwindungssteifigkeit, sprich die Frage, wie ruhig sich die Karosserie verhält, trotz des fehlenden Dachs. Beim Cascada überhaupt kein Problem. Fährt alles sehr stabil, kein Knarzen beim Bodenwellen, die Karosserie verzieht sich nicht und hier ist auf alle Fälle alles super gelöst. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich bei Cabrios um 25.000 Euro. Und mit offenem Dach kann eigentlich sowieso nicht viel schief gehen, oder? Ja, das Stoffverdeck hat man bei Opel lange Zeit vermisst. Der Astra Twin Top hat noch ein Blechdach und viele sagen immer, ah, Stoffverdeck, das ist so laut im Innenraum. Das ist hier aber gar nicht der Fall. Ein Akustikverdeck haben wir hier drin. Sprich eine extra Dämmung nochmal, dass man sich auch bei hohen Geschwindigkeiten mit seinen Mitfahrern ruhig unterhalten kann. Und ein weiterer Vorteil von dem Verdeck ist, dass man es ganz einfach während der Fahrt bis zu 50 km/h öffnen und schließen kann. Zuerst natürlich die Fenster und dann geht später auch das ganze Verdeck hoch. Langsamer als 50 sollte man dabei fahren, aber in der Stadt einfach mal die Sonne reinlassen, ist überhaupt kein Problem. Hier haben wir jetzt sowieso eine 30er-Zone, also sowieso langsam fahren, einmal piep. Sonnenbrille aufsetzen und schon kann es offen fahren losgehen. Ja, ein Cabrio, das zum positiven Image von Opel beitragen soll, muss natürlich hübsch sein. Dafür haben sich die Designer beim Cascada auch ordentlich ins Zeug gelegt. Lediglich die Frontscheinwerfer erinnern noch ein bisschen an den Opel Astra, sonst hebt er sich aber durch die eigenständige Frontschürze deutlich von der Mittelklasse ab. Ja, so wie der Wagen jetzt hier vor uns steht, also offen, geht die Schokoladenseite meiner Meinung nach Richtung Heck. Der elegante Schwung in der Seite sieht ein bisschen aus wie im Windkanal entworfen, also sehr schnittig. Und wenn man jetzt von hinten den Wagen betrachtet, geht das Ganze doch schön weit gezogen nach hinten. Das sieht richtig gut aus und steht dem Cascada richtig gut. Opel spendiert dem Cascada jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten, um dem Premium-Anspruch gerecht zu werden.
Hierzu zählen adaptives Fahrlicht AFL Plus, selbstverständlich in der Xenon-Ausführung, eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung und Ambientelicht im Innenraum. Das exklusive Leder im Farbton Brandy unterstützt den Sitzkomfort. Die Kühlung der Ledersessel erweist sich gerade an heißen Sommertagen als äußerst nützlich für das getestete schwarze Polster. Ja, der Kofferraum bei Cabrios ist natürlich immer so eine Kompromisslösung. Irgendwo muss das Dach hin, allerdings möchte man natürlich trotzdem ein bisschen Laderaum haben. Beim Cascada ganz schick gelöst, hier der Taster zum Öffnen der Heckklappe, der ist neu, das kennt man so noch aus keinem anderen Modell. Jetzt, wo das Verdeck offen ist, haben wir hier den Verdeckkasten. Der stört natürlich ein bisschen die Lademöglichkeit, allerdings kann man den, wenn das Verdeck geschlossen ist, auch zurückklappen, dann hat man einwandfreien Zugang zu 350 Litern. Jetzt sind es nur 280, was allerdings im Cabrio-Segment trotzdem noch gut ist. Fazit also zum Kofferraum fürs Cabrio auf alle Fälle ausreichend, nur halt mit den bauertypischen Schwachstellen. Ja, auch beim Außencheck mit dem Cabrio fängt es mal an zu regnen, deshalb machen wir das Dach mal zu. Natürlich passend per Fernbedienung geht das hier ganz schön. Wenn die Stellmotoren erstmal anfangen zu arbeiten, dauert es bei dem Wagen 17 Sekunden und das Verdeck ist geschlossen. Mann, 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 sieht immer wieder schön aus. Cabrio-Verdecke im Allgemeinen, meines Erachtens nach eine riesen Augenweide. So, jetzt haben wir das Dach zu, können wir auch gleich mal über das Design sprechen. Mir gefällt sehr gut, dass die Dachlinie schön flach nach hinten abfällt. Für die Optik ist es auf alle Fälle ein dickes Plus. Lediglich für die Übersichtlichkeit ist die Heckscheibe, die jetzt zum Seeschlitz mutiert, echt schlecht. Außerdem das hohe Heck auch nicht gerade förderlich. Zum Glück sind Parkpieps da hinten serienmäßig und die Rückfahrkamera lässt sich per Aufpreis dazu bestellen. Die Übersichtlichkeit nach hinten bei geschlossenem Verdeck kann ich allerdings ein bisschen vernachlässigen. Der Wagen ist nun mal ein Cabrio und wurde zum Offenfahren gebaut und dabei überzeugt er auf voller Linie. 1,4 Liter und 75 PS, das war mal. Der Hubraum blieb gleich, die Leistung fast verdoppelt dank des aufgesetzten Turbos. 140 PS und 200 Newtonmeter Drehmoment leistet so ein kleiner Vierzylinder heute. Zum Cruisen reicht das voll und ganz aus. Und wenn irgendwelche Leute sagen, der kleine 1,4er sei untermotorisiert, naja, dann haben die ein falsches Verständnis vom Straßenverkehr. Die Motorenpalette des Opel Cascada reicht vom kleinen 120 PS Benziner bis zum knapp 200 PS starken Biturbo-Dieselmotor. Dass ein Automatikgetriebe nur für die mittleren Benziner und Diesel angeboten wird, ist etwas schade, da das den Entspannungsfaktor bei den Top-Motorisierungen vergrößern würde. Das manuelle 6-Gang-Getriebe bietet allerdings eine gute Alternative. Die Gänge lassen sich flüssig durchschalten und auch die Abstufung ist gut gelungen. Ob Getriebe oder Motor, alle Varianten betrachtet, sollte für jeden etwas dabei sein. Mit dem Cascada hat Opel endlich wieder ein Cabrio-Angebot, das auf den ersten Blick überzeugt. Die kleinen Kritikpunkte, die wir jetzt gefunden haben, sind meistens bei anderen Herstellern auch nicht besser gelöst und bei der extravaganten Art von Auto teilweise auch einfach bauartbedingt. Ein Fahrverhalten knackig wie in einer Limousine, die Qualität definitiv besser als Mittelklasse und ein Preis, bei dem man eigentlich nicht schlecht Nein sagen kann. Deshalb sage auch ich ja zum Cabrio und drehe jetzt noch eine Runde. Bis zur nächsten Folge, gute Fahrt! Sonst hebt er sich aber durch die eigenständige Frontstütze deutlich von der Mittelklasse ab. Nochmal.